In der letzten Folge von Batman Arkham Knight. Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen! Hab ich geil, das mache ich. Und nun geht es weiter. Servus und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Und wir treffen uns jetzt mit Nightwinger, um herauszufinden, was er herausgefunden hat. Bestes Halloween. Lass uns ins Kaufhaus gehen und ein paar Kostüme klauen. Ja, das war. Weg hier, sonst kriegt er uns! Keine Chance! Jupp. Wo ist er hin? Ah, da hinten trifft er mich nicht mit mir. Hi, Nightwing. Schleichst du immer noch auf Dächern rum? Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute. Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur, wo? Cobblepot ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Zu gefährlich. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay, ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Unterbrecher. Wir sehen uns, Bruce. Mit den Sabotagegeschossen des Unterbrechers kann ich ihre Waffen deaktivieren. Cool. Wo ist es denn? Da ist doch... Ich habe nur 3 Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Es gibt keinen. Die Waffen sind bezahlt. Warum so misstrauisch? Magst du keine Gratiswaffen? Du siehst aus wie der Mörder meines Bruders. Und du siehst aus wie der Typ, der meinen Kumpel... Die Kiste steht unter Strom. Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Bist du eine große glückliche... Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Noch alle für diese Freaks. Na, fange ich mal an. Ich erinnere mich daran. Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Ich bin Batman. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Er wirkte wie ein netter Typ. Echt jetzt? Nein, er ist total. Die Fresse. In die Fresse! 100er Combo! Joker, was machst du da oben? Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Jetzt muss ich sie nur noch so weit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Was geht ab? Was hast du vergessen? Tschüss. Raffinesse funktioniert. Immer. Wenn ich auf den Dächern bleibe, kann ich ihnen direkt bis zum Waffendepot des Pinguins folgen. Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv, solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Was zum Teufel machst du da? Willst du uns umbringen? Es ist Batman. Wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf. Bist du blöd? Das führt ihn doch wieder zu Cobblepot!
Was soll ich sonst machen? Fahr weiter, vielleicht lässt er sich abschütteln. Ach, Kollege, das war jetzt unnötig. Siehst du ihn? Ich bin hier am Fahren. Schon klar, aber ich sehe ihn nicht. Ob wir ihn los sind? Was weiß ich, guck weiter. Wir müssen sicher sein, ehe wir zurückfahren. Das hätte man niemals in Gotham denken können. Er ist weg. Gott sei Dank. Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet. Geschafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Vergiss Batman, der ist überbewertet. Konnte nicht mal mit unserer Schrottkarre mithalten. Das ist das gute Versteck. Ist euch jemand gefolgt? Batman hat's versucht, wir haben ihn verscheucht. Ja, klar. Bewegt eure Arsche da rein. Der Boss will mit euch reden. Beeilt euch, lieber. Wir haben mich direkt zu Pinguins Waffendepot geführt. Kann man den Haupteingang nehmen? Ja, das hätte ich dir das auch Das Rolltor ist verschlossen. Ich muss einen anderen Eingang finden. Das Dach ist schwer gesichert. Das ist die Schwachstelle. Warum hocken wir hier oben, während der Boss das Treffen abhält? Er will sicher, dass wir das hier verteidigen. Sorgen macht mir Two-Face. Ich glaube diesmal mit dem Bündnis nicht. Naja, ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Scarecrow. Der jagt mir eine Heidenangst ein. Ja, ich hab gehört, er hat irgendwas mit seinem Gesicht angestellt. Ziemlich fies. Mein Plan ist, so weit weg von Scarecrow zu bleiben wie möglich. Das würde ich dir auch raten. Was hat er mit seinem Gesicht? Immer mache ich die Scheißjobs. Mein Dach bewachen. Ja, sehr spaßig. Danke, Boss. Es ist nicht tödlich. Fühlt sich aber an wie ein Vorschlaghammer. Ja, aber wir sind hier oben. Und die Karre klettert wohl kaum hin. Oh ja. Ich glaube doch. Da waren es nur drei. Das Ding war kaputt. Ich kann mir was Besseres vorstellen, was ich jetzt machen könnte. Dann zwei. Da hinten ist einer. Ja. Und langsam bin ich wieder drin im Batman-Modus. Jetzt muss ich der Tochter das Gemisch mal lassen. Angst hatte sie nicht. Als sie einfach auf den Knight losgegangen ist, dachte ich, er knallt sie gleich an Ort und Stelle ab. Irgendwie glaube ich, dass sie mit ihr noch was vorhat. Er soll noch schneller sein, wegen dem neuen Anzug oder so. Hey, er ist immer...
immer noch langsamer als eine Kugel. Und ich verpasse ihm eine zwischen die Augen. Das wird ihm eine Lehre sein. Wie hält er sich überhaupt? Superman! Hier sollte ich, glaube ich, nicht stehen. Für einen Augenblick dachte ich, es wäre Batman. Er und der Bus beim Plaudern. Dachte ich schon, ich bin verrückt. Ja, oder die Hölle wäre zugefroren. Woran hast du es gemerkt? Dein Umhang, die Stimme wow. Und die Knarre. Unfassbar, ich hocke schon wieder auf einem verdammten Dach. Das war's für dich, Kollege. Und die machen jetzt ganz cool. Halt. Der Leiter hat ihn angeschossen. Hätte ihn auch töten können. Mann, das wird der Fledermaus zusetzen. Er ist verwundet. Das heißt, wir kriegen ihn. Verwundet oder nicht? Mir hält der Freak keine 5 Sekunden. Den guten Unterbrecher. Mein bester Freund. Unterbreche ihre Waffen. Kannst kaum erwarten, Batman zu erledigen. Jetzt haben wir 2. Müssen unbewaffnet sein, aber egal. Ihr seid keine Gegner mehr für mich. Bam. Der Bereich ist sicher. Zeit, Cobblepot zu besuchen. Komm schon, tu irgendwas! Du machst mich ja lächerlich! Willkommen im Eisberg Lounge. Was ist mit der Fledermaus? Alter! Viel! Are you fucking kidding me? Wir gehen schon bald nicht mehr. Ja, er ist weg. Er ist ein Nichts. Ich hab's doch gesagt. Er konnte nicht mal mit den Beinen im schrottigen Tracht mithalten. Er wird umgesetzt. Das wird großartig. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Ach, komm schon. Wir wissen. Und es bricht mir wirklich das Herz. Haben wir mit diesen Freaks zusammengearbeitet, um die Fledermaus... Nicht so schnell, Kabelpart. Ich weiß. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind. Sie hat er also? Fresse. Die Leine des Commissioners? Los! Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot! Sie wollten zu dem Kerl namens Simon Stack. Ich hab gesagt, ihr sollt die Fresse halten. Lüg mich nicht an. Ach, tu ich nicht, wirklich. Sie sagten, er verlässt Gotham bald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach die kalt! Wir schießen, Batman! Das wird dir auch nicht helfen! Scarecrow wird dich brechen! Du bist erledigt, Batman! Naja. Haltet ihn fest, Jungs. Ich hab meinen Schwinger perfektioniert. Seh zu und lern. Ah, Nightwing. Wird seine Rübe direkt von dem... Kommt wenigstens einer. Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Fresse halten. Ich mach dich alle. In die Fresse! Bam! Ja, ich bin Nightwing. Ich fand Nightwing immer cool. Hab auch gerne Nightwing Comics gelesen. Hab die immer gefeiert. Hey Freundchen, das wird wehtun. Was ist denn Nightwing? Bam, bam. Und bam! Das ist auch nicht geil. Geil, das ist gerade über. Bam. Bam. Wie in alten Zeiten.
Waffen dürfen nicht auf die Straße gelangen. Das Depot muss zerstört werden. Kein Objekt? Okay. Ich hatte gedacht, vielleicht ist hier was. Bruce, lass mich dir helfen. Ja, hatten wir gesehen. Ich hatte das alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, diese Waffen, das alles geht doch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Nightwing ist eh cooler. Was für ein Wichser. Den nehmen wir jetzt aus dem Biss. Ernsthaft? Nimmst du ihm das Gehabe ab? Mach nur, um einschüchtern zu klingen. Wenn ich die Tür schließe, kann ich die Explosion eindämmen. Bitte! Was tust du, Bats? Komm schon, sperr mich nicht ein! Ich mach, was du willst! Oh, Joker. Soll ich Wäsche waschen? Mache ich! Alfred helfen? Kein Problem! Ha! Mit dem würde ich nicht tauschen! Okay. Ich sollte Abstand zur Sicherheitstür halten, sonst bin ich im Explosionsradius. Boom. Erfolg, eiskalt, erwischt. Und ich habe Erfahrungspunkte, die tue ich jetzt noch schnell verteilen. Drei Stück. Schee. Ich würde sagen, wir wir machen irgendwas. Das ist gut, Schusswaffen. Resistenz ist immer gut. Was haben wir denn noch? Da. Das hier alles. Bin ich jetzt nicht ganz okay. Ausrüstungssachen haben wir dann auch noch. Erhöht die Zeitspanne für den Gegner einen präzisen Ballonwurf auf dem Boden. Ist gut, dann haben wir auch noch. Gut. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden den Part für heute. Denn wir haben Nightwing getroffen. Oh, wir gehen jetzt noch schnell raus. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Ich bin Batman. Wofür hat man denn Freunde, Bruce? Ich Freunde. Ich bin mein eigener Freund. Wie komme ich hier wieder raus? So. Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stagg heraus. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. Oh. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh. Warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Perfekt! Feuer frei! Schießt alles nieder! Ja, okay. Was die Liga hat, ich habe das jetzt nicht ganz lesen können. Aber hier ist ein Geheimnis anscheinend. Ach, ich muss wahrscheinlich mein Ding wieder. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Haben wir ihn? Ich weiß nicht, glaube schon. Find's raus, find die Leiche! Nein, du gehst! Ja, das war bestimmt dieses du Parkhaus. Ich bin hier in Arkham. Seit wann? Seit gerade eben. Also warten wir einfach, warten, was passiert. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt. Hä, das ist Parkhaus. Wie komme ich da rein? Ich hasse es hier. Ich bin ständig unterstickt.
Ach, nö, nee, du, oder? Ich halt doch mal den langsam hoch. Sieht denn jemand? Ist der da drin? Bom, bom. Kennt jemand einen guten Weg? Er ist mit seiner Art, wie geht das? Was war das? Riddler hat also die Katze geschnappt. Hä? Das wird er sich. Ich muss alle Einheiten der Miliz und die Geschütze ausschalten, bevor ich die Fernsteuerung deaktiviere. Ach, da ist ja noch eins. Wow, ich persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Schön für dich, Joker. Schön für dich. Alfred, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises, ein auf fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Staggs Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Batmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleib auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Werde ich haben. Sehr wohl. Denn ich bin Batman. Viel Erfolg, Sir. Und mit diesen Worten beende ich diesen Part für heute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Batman Arkham Knight rettet die Welt. Erneut. Denn es ist Batman. Hurra. Psst. Willkommen in der Endcard. Vielen herzlichen Dank, dass ihr es wieder bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne unten auf das letzte Video klicken oder gleich rechts auf den Pokéball, um kein Video mehr zu verpassen, denn dort ist der Abo-Button. Und wenn ihr meine kleine Channel-Empfehlung sehen wollt, könnt ihr gerne rechts unten klicken, denn dort ist meine Channel-Empfehlung. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. In diesem Sinne, haut raus. Ciao.